Guten Morgen und ein gutes neues Jahr noch nachträglich. Ich hoffe, es gilt überhaupt noch. Irgendwie hat gestern einmal gesagt, es gilt noch, solange man kein Sauerkraut gegessen hat. Schauen wir mal. Ich hoffe, es hat alle gut umgekommen und ich würde sagen, jetzt machen wir einfach eine luftig leichte Karte miteinander. Vielleicht auch Plus zum Zuzuschauen. Bis gleich. Ich möchte gern für unseren Postboten und für unsere Leute von der Müllabfuhr eine leichte Karte machen oder eine kleine Karte machen, die recht leicht wirkt, und habe mir dazu die Stempelset Tintentraum rausgesucht. Da sind eben schöne Blätter drinnen und der Schmetterling gefällt mir da recht gut. Es wird eine kleine leichte Karte werden, jetzt nachdem die Rauhnächte vorbei sind oder heute die große Rauhnacht ist, wird es Zeit für ein bisschen Leichtigkeit. Das Stempelset kann man übrigens im Rahmen von der Celebration Aktion bei Stampin' Up gratis bekommen, ab einem Bestellwert von 60 Euro. Ich gebe euch dann noch Informationen dazu auf meinem Blog, okay? Fangen wir mal an. Ich schneide mir eine Grundkarte zurecht, also in dem Fall zwei, weil ich mich zwei Karten mache. Und zwar lege ich das extra starke Flüsterweißpapier, das wird es dann in Zukunft, wird es dann Grundweiß heißen, bei 28 cm an, setze mir bei 14 cm gleich eine Falzlinie, damit ich das als Topfold-Karte verwenden kann, und teile mir den Bogen in zwei Karten ein, indem ich es bei 10,5 schneide. Dann kann man die gleich mal ein bisschen zurechtfalzen. Und dann geht es gleich weiter. Zwischen der Grundkarte und dem Aufleger, den ich dann hier drauf stempelt, möchte ich gern einen Zwischenaufleger mir gestalten, den ich einfach um jeweils einen halben Zentimeter kleiner schneide. Das heißt, in der Breite brauche ich dann 10 cm und in der Höhe brauche ich dann 13,5, weil die einfache Höhe ist 14. Und das Ganze mal 2, 13,5. Das heißt, es wird dann so ein Aufleger. Das ergibt dann einen schmalen Rand zwischen dem nächsten Top-Aufleger. Das wird jetzt wieder ein halber Zentimeter kleiner jeweils. Das heißt, es ist dann bei 9,5. Und bei 13. Und das Ganze mache ich wieder zweimal. So, das ist einmal alles, was ich vom Schneidebrett brauche. Das Stempelset kommt mit Outlines, also sprich mit Umrissen von den Motiven und dann mit diesen Füllstempeln. Und für diese Karte wollte ich wirklich Simple Stamping machen. Das heißt, ich werde in Olivgrün mir einen Zweig oder Zweige aufstempeln und dann mit dem Osterglocke mit Osterglocke dann den Schmetterling stempeln. Ich bin am überlegen, ob ich den Schmetterling so zitronenfaltermäßig anlege und die Umrisse in Schwarz stempelt und dann mit Gelb quasi ausfülle. Und dann habe ich noch einen kleinen Spruch, den haben wir auch schon ausgesucht, und zwar ein kleines liebes Dankeschön. Das ist einfach passend für die Dienste von unseren Briefträgern, unsere Müllabfuhrleute. Also wir leben am Land und weiß nicht, ob Sie das kennt, also wir haben da schon ein bisschen eine Beziehung, weil die einfach über Jahre hinweg schon immer zu uns kommen und auch den einen oder anderen Weg wissen, wenn wir mal nicht daheim sind, wie es dann zu tun haben. Gut, ich mache das jetzt einfach einmal ein bisschen frei Schnauze und fange mit dem Blatt an, damit ich ungefähr weiß, wo ich dann den Schmetterling hinsetzen möchte. Beim Blatt mache ich die Outline und auch die Füllstempelung mache ich quasi mit Olivgrün. Das Ganze hat so ein bisschen einen Watercolor-Effekt. Sprich, da passen jetzt diese Füllungen nicht hundertprozentig aufeinander. Aber das macht das Ganze dann so spannend, wenn man das dann
Ja, wie soll ich sagen, dann ist die Karte nicht so fad. Wenn man sich verstempelt, ist es auch kein Problem. Dann fangen wir einfach mit einem Restabschnitt nochmal von vorne an. In dem Fall würde es sich wahrscheinlich sogar empfehlen, eine Unterlage zu nehmen, damit der Stempel ein bisschen weicher auftrifft. So, dann brauchen wir für die Füllung, das kurz das säubern. Den Füllstempel. Ich glaube, da werde ich einmal abstempeln, dass es nicht ganz so satt ist. Dann mache ich das einmal zur Seite. Genau. Gut, anpeilen. Und dann, wie gesagt, der trifft es nicht hundertprozentig. Und das macht eben dann den Reiz von diesem Set aus. Genau so war das ungefähr. Genau. Machen wir mal das. Ich würde jetzt gerne den Schmetterling da so ein bisschen aufsitzen lassen. Ich mache den jetzt relativ gerade. So schief. Und die Flügel eben mit diesem kräftigen Gelb. Das ist in dem für Osterglocke. Jetzt würde man da was unterlegen. Das tue ich nicht in Two Steps, sondern das lasse ich jetzt so, wie es gerade kommt. Und wie gesagt, die Stempel sind so konzipierte Füllstempel, dass sie wirklich einen Schatten oder einfach drüber hinausgehen abstempeln. So, das ist einmal das. Und den Spruch stempel ich mir auf am Stück weißen Papier, das haben wir dann zurechtschneiden wird, beziehungsweise mit einer Stanze ausschneiden wird. So, und für die Innenkarte glaube ich, mache ich mir beste Wünsche und schreibe dann den Rest mit der Hand dazu. So. Da bin ich jetzt einmal mutig und stempel das jetzt direkt auf. Ich bin leider ein Schiefanlegerstempler. Also das ist jetzt rein Auge mal Pi, aber es hat geklappt. Und für die zweite Karte mache ich das gleich auch so. So. Jawohl. Jetzt werden wir die ganze Karte zusammenbauen. Im Grunde mache ich jetzt da nur als kleine Verzierung nur so ein kleines, wie soll ich sagen, Eckerl oder ja, ein kleines Seitenband. Da habe ich noch ein passendes Geschenkband in Olivgrün. Das setzt einfach nur so einen kleinen Akzent. Die Labels habe ich mal ausgestanzt. Dann bringe ich jetzt einmal dieses. Wo sind meine Bänder? Da sind meine Bänder. Das Band einfach jetzt einmal passend so ungefähr auf der Höhe an. Das ist so eine kleine Seitenschlaufe einfach nur. Hier mache ich bei der zweiten Karte.
Ja, ein bisschen kalte Finger, irgendwie ist es so kühl bei uns im FXG5. So, dann machen wir eine kleine Erhöhung mit Dimensionals. Auf dieser Ebene. Auf den Aufleger in Olivgrün. Und bring dann noch einmal mit der Menschnels, weil die Karte geht nicht in die Post, das heißt, die kann ein bisschen höher werden. Die werde ich den Briefträger in den Postkasten legen und das nächste Mal, wenn bei uns die Müllabfuhr kommt, liegt dann da noch ein Geldschein dabei und kommt dann auf die Mülltonne sozusagen drauf, in einem Plastik. So, dann mein kleines Etikett. Das werde ich dann darüber bringen, dass ich ein bisschen einen Ausgleich habe. Das mache ich auch mit mit Dimensionals. Ich möchte natürlich jetzt damit eine Schleife arbeiten können, aber ja, die zweite Karte mache ich dann später fertig. Dann habe ich noch schwarze Rhinestones. Und ich denke, nachdem das alles Männer sind, hoppla, ein bisschen schief. Das ist das Gute bei den Dimensionals, die becken nicht, noch nicht tausendprozentig fest, wenn man es. So, jetzt. Die Rhinestones werde ich dann ein paar da versetzt noch machen. Und eine ungerade Zahl am besten nehmen. Genau. So. Es sollte einfach nur Simple Stamping sein, wirklich eine schnelle Karte, die man zwischen Tür und Angel machen kann. Innen werde ich dann, wie gesagt, noch persönliche Worte schreiben. Man könnte jetzt noch hergehen und theoretisch da herinnen noch diese grünen Blätter abstempeln oder die grünen Umrisse, die Outlines machen. Das könnte man vielleicht noch überlegen. Aber jetzt fürs Erste bin ich mal fertig. Ja, ich möchte euch einen schönen Tag noch wünschen, eine gute Woche. Jetzt drehe ich mich kurz noch um. So, das war jetzt einmal die erste Karte im neuen Jahr. Ich werde euch noch den aktuellen Katalog einstellen auf meiner Homepage. Beziehungsweise findet ihr das zum Download auf meiner Seite. Und natürlich auch die Erklärung zur Celebration, wie das funktioniert, wie lange das geht, was für Prämien das es gibt. Und zwar pro 60 Euro Bestellwert. Der Online-Shop ist sowieso aktuell und wird dann direkt zu euch geschickt. Ihr habt einen Shopping-Code, den findet ihr auf meiner Homepage ebenfalls, beziehungsweise auf Instagram oder auf Facebook. Und mir bleibt eigentlich jetzt im Moment nur, euch einen schönen Feiertag morgen zu wünschen, noch ein bisschen auszuhalten. Also wir in Österreich haben natürlich jetzt noch einmal verlängerte Lockdown-Zeiten, so wie es jetzt ausschaut, bis zum einschließlich 24. Jänner und dann kann endlich unser FXG5 wieder aufsperren. Eigenartige Zeiten, sehr eigenartige Zeiten. Aber nutzen wir es, sind wir kreativ. Versuchen wir, dass wir mit sich in den kleinen Karten, mit sich in den kleinen Dankeskarten, wie ich sie jetzt da gemacht habe, einfach einmal die Leute ein bisschen Freude zu machen und einfach Freude zu schenken. Auch. Einfach einen Impuls zu setzen, eine Geste zu zeigen. So geht es einmal. In dem Sinne, noch schöne Woche und einen schönen Feiertag morgen. Ciao!